Das bin ich mit meinem Großvater. Das ist das erste Bild von uns zusammen. Und das sind wir heute. Viele Jahre später mit der ganzen Familie. Ich ganz links und Opa ganz rechts. Das ist das letzte Bild, das es von uns gibt. Kurz nachdem dieses Foto gemacht wurde, hat sich alles verändert. Ich denke oft darüber nach, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich in der Türkei auf die Welt gekommen wäre und nicht in Deutschland. Dass ich aber made in Germany bin, verdanke ich dem deutschen Wirtschaftswunder. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Sehen Sie doch, die anderen stehen schon dort und nehmen die Creme schon fort beim großen Festbankett. Seit Mitte der 50er gibt es einen steten Strom von Arbeitskräften, vorwiegend aus dem Süden Europas. Deutsche Ärzte untersuchen gleich vor Ort die Arbeitsfähigkeit der Männer und Frauen. Das Prozedere gleicht dem eines Viehmarktes. Wer für gut befunden wird, darf nach Deutschland reisen. Sie kennen die akute Not auf dem Arbeitsmarkt. Und da seinerzeit nicht genügend Facharbeiter durch in Form Italiener, Spanier greifbar waren, haben wir auf türkische Gastarbeiter zurückgegriffen. Am 10. September 1964 schrieb ein Gastarbeiter deutsche Geschichte. An diesem Tag erreichte die Zahl der Einwanderer einen historischen Rekord. Einem dieser Männer war es vorherbestimmt, zu Ruhm und Ehren zu gelangen. Warst du verboten? Ei. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Herzlichen Glückwunsch. Das sind der 1 Millionste Gastarbeiter in Deutschland gekommen. Aber eben leider nur einen. Deutschland. Sie von Deutschland. Ein Foto bitte. Stehen Sie mal jetzt noch schon. Treten Sie mal bitte zur Seite. Noch bei Armando Rodriguez, dem millionsten Gastarbeiter, stießen die Ehrungen und ein Moped mit 2 Plätzen auf Unverständnis. Offenbar hat der Neuling noch nicht begriffen, dass er und seinesgleichen für den deutschen Wohlstand unentbehrlich geworden sind. Auch wenn Armando Rodriguez damals als der 1 Millionste Gastarbeiter für Schlagzeilen sorgte, erzählen wir hier die Geschichte des 1 Million und 1. Einem Mann namens Hüseyin Yilmaz, meinem Großvater. Und so schritt Opa in seine vielversprechende Zukunft. Hüseyin. Ja, Hüseyin, beklesene. Ja, yok, ben düşündüm, taşındım, fikrimi değiştirdim. Almam pasaportu istemiyorum. Aa, ya sen kafayı mı yedin? Biz boşuna mı vatandaşlığa başvurduk? Benim fikrim değildi ki, senin fikrindi o. Ben öyle bir şey istemedim. Hay tanrım, sen bana sabır ver ya. Ya ben seninle niye tartışıyorum ki? Biz yarın bal gibi oraya gidip Alman pasaportlarımızı alacağız, o kadar. Während meine Großeltern glaubten, ein Problem zu haben, stand ich vor einem echten. Das kann doch gar nicht sein. Ich nehme doch die Pille jeden Morgen. Scheiße, Mann, David, was hast du denn gemacht? Was ich? Was hast du denn für ein komisches Sperma? So hatten wir alle unsere Probleme. Auch mein kleiner Cousin Cenk. Cenk, was ist mit dir? Wo sollen wir dein Fähnchen hinsetzen? Deutschland? Ja, das stimmt schon. Aber wie heißt das schöne Land, wo dein Vater herkommt? Anatolien. Das heißt doch Italien. Nein, Cenk hat recht. Das heißt Anatolien und ist im Osten der Türkei. Oh, das ist leider nur eine Europakarte. Die hört hier bei Istanbul auf. Wir können das Fähnchen hier hinsetzen, ja? Engin, was mit dir? Istanbul. Istanbul, schön. Gut, dann, ja, dann haben wir alle. Hangisi daha çok yakışıyor? Bu mu? Yoksa bu mu? Ya hatun, sen delirdin mi? Bunların ikisi de aynı. Allah'ım ya Rabbi.
Sen nasıl böyle rahatsın? Hiç heyecanlı değil misin? Nein. Hay Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Allah'ım sen onu dinleme bana yardım et ya Rabbi. Ya da bunu mu giysem? Herr und Frau Jilmatz, jetzt fehlt nur noch der Punkt 4 auf Anhang 18. Verpflichten Sie sich, als baldige deutsche Staatsbürger die deutsche Kultur als Leitkultur zu übernehmen? Sehr schön, das bedeutet, Sie werden Mitglied in einem Schützenverein, essen zweimal in der Woche Schweinefleisch, Sie sehen jeden Sonntag Tatort und verbringen jeden zweiten Sommer auf Mallorca. Sind Sie bereit, diese Pflichten auf sich zu nehmen? Aber, Ja, natürlich. Muss ja alles richtig haben. Warte mal. Ich gratuliere. Sie sind jetzt Deutsche. Heute in der was ist mit dem Auge passiert? Nichts, hier, das Holz. Steng, was ist mit deinem Auge los? Nichts. Warum gesehen, oder? Nichts. Ein türkischer Junge aus seiner Klasse hat ihn gehänselt. Der wäre kein richtiger Türke. Was? Ali, du gehst morgen zur Schule und zeigst zu diesem Schule-Scheck, was für Türken wir sind. Aber... Mein Enkel kennt kein richtiger Türke, ha? Finger weg. Mama, warum musst du es immer so scharf machen, ja? Klavier, o zaman. Der ist auch scharf. Jetzt ätz mir den Magen weg. Muhammed geldi açın kapıyı. Kapıyı verir misin onu? Ya çocuğa versene. Ya. Kahve içmek istiyor musun? Ne var ya? Merhaba. Hoş geldin oğlum. Oğlum nerede kaldın? Anne otobüs geçti. Ne yapayım? Artık biz başladık yemeğe. Hadi sen de otur yemeğini ye. Nasıl bir şey? Ağzı kaçıyor. Ne? Was machst du aus Prinzip?
Gib mir deine Portion. Familie, ich habe Überraschung. Wir sind jetzt Deutsche. Deutsche? Ist nicht wahr. Ja. Was? Nein, das nicht Überraschung. Überraschung ist, ich habe Haus gekauft. In Türkei. Im Dorf. In Heimat. Warum das denn? Wollt ihr zurückkehren oder was? Schau mal. Das ist unsere Heimat. Schön, ne? Hä? Da kommen wir her? Şimdi önümüzdeki tatilde hepimizin Türkiye'ye gitmesini istiyorum. Ev tabii eski. Tamire ihtiyacı var. Hepiniz bana yardım ederseniz... Zu den Herbstferien alle gemeinsam machen. Ich bin für die Herbstferien. Wir können nicht. Der Mohamed hat doch nichts zu tun. Der ist doch arbeitslos. Der kann doch runterfahren. Ich zahle ihm auch den Flug. Veli? Na was denn? Ist doch wahr. Ich zahle alle Flüge. Das ist super. Ach nee. Also ich meine, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Oh, sag doch mal was. Willst du mit dem LKW da runterfahren? Nein. Aber der Einzige, der Zeit... einen größeren Bus nehmen. Ja, yeter, tamam. Kesin ya, kesin. Babanız olarak bugüne kadar bir şey istedi mi? Oturmuş burada çak 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 çene yapıyorsunuz. Var olsun ya. Biz bir aileyiz, aile. Hani Türkische Familie. Was sind die denn jetzt? Türken oder Deutsche? Deutsche? Türken. Naja, der und Nena haben jetzt den deutschen Pass. Ach, das und ist ein Stück Papier. Wir sind immer noch Türken. Und du auch. Cenk, man kann aber auch beides sein. So wie du. Nein, das geht nicht. Entweder die eine Mannschaft oder die andere. Wenn Oma und Opa Türken sind, warum sind sie denn hier? Na, weil die Deutschen sie gerufen haben. Gerufen? Ja, also nicht nur sie, sondern noch ganz viele andere Türken. Und Italiener und Jugoslawen und so. Die wurden alle gerufen. Echt? Mhm. Liebe Weltenbürger, hier spricht die Bundesrepublik Deutschland. Wir suchen Arbeitskräfte. Wenn Sie jung, kräftig und mit guter Arbeitsmoral ausgestattet sind, dann wenden Sie sich unverzüglich an die nächste behördliche Stelle. Und dann? Was ist dann passiert? Du willst echt die ganze Geschichte hören? Eigentlich begann alles in einem kleinen Dorf im Südosten der Türkei. Hier. Ungefähr da, wo Opa jetzt das Haus gekauft hat. Das war ein wunderschönes Dorf. In einem kleinen Tal. Die Menschen dort lebten ein einfaches, ruhiges Leben. Sie bestellten ihre Felder, hüteten ihr Vieh und alles ging seinen gewohnten Gang. Nur ein junger Mann namens Opa durchlebte aufregende Zeiten, denn er hatte ein Auge auf die Tochter des Dorfoberhauptes geworfen. Nicht die Dicke, die in der Mitte, die Schöne. Das war Oma. Hayır, bizim kız sana hak değil. Git kendine başka gelin bul. Können die nicht alle Deutsch reden? Okay. Das heißt auf Deutsch so viel wie... Nein. Aber Hüseyin wollte das Nein nicht akzeptieren. Entführte sie. Hm?
Damals reichte es schon, wenn ein Mann eine unverheiratete Frau auch nur berührte. Das bedeutete, dass dieses Mädchen entehrt war. Was bedeutet entehrt? Naja, wie soll man das erklären? Also hat das etwas mit Sexual zu tun? Wie oft habe ich euch gesagt, ihr sollt die armen Hühner nicht jagen, ne? Sie legen doch vor lauter Aufregung keine Eier. Das waren wir nicht. Wirklich, Papa. Ehrenwort. Eine fünfköpfige Familie durchzubringen, war in diesen Zeiten nicht leicht. So sehr Hüseyin sich auch bemühte, es reichte kaum zum Leben. Was hier steht. Was steht denn da? Ich kann doch nicht lesen. Da steht, dass in Deutschland immer noch Arbeiter gesucht werden. Der Mann meiner Cousine, der ist schon seit längerem bei den Ungläubigen. Die schickt jeden Monat ein dickes Bündel Geld nach Hause. Er sagt, dass er in einem Jahr so viel Geld gespart hat, dass er sich ein Taxi kaufen kann. Menschen damals verließ auch Hüseyin seine Heimat und kam als Gastarbeiter nach Deutschland. Nach Almania, wo alles anders war. Vor allem die Sprache. Immerhin einer sprach Türkisch. Sehr verehrte Gastarbeiter, dieser Tag ist ein wichtiger Tag für uns alle und wir hoffen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Umärmeln!
bald fällt das erste Laub. Hast du auch Kummer, wein nicht, mein Kind, denn die Rosen erblühen auch im Staat. Fremde Länder, fremde Straßen, fremde Lichter und die Hoffnung auf ein kleines Glück. Fremde Städte, fremde Menschen und Gesichter, aber einmal kommt er doch zurück. Mohammed, Leila, wie groß ihr schon seid. Erkennt ihr mich nicht? Ich bin's. Was ist denn? Wisst ihr nicht, wer das ist? Das ist Papa. Wie dünn du geworden bist. Opa hatte nie vor, seine ganze Familie nach Deutschland zu holen. Oh Gott, mein Kopftuch! Wie kam es also dazu? Was? Jawohl! Ganze 21 Tage am Stück hat er die Schule geschwänzt. Vier. Sechs. Fünf und wir sind im Geschäft. Fünf und Zigarette. Fehlt es wohl an Disziplin in der Familie? Ich arbeite Tag und Nacht, damit aus euch zurückgebliebenen, nur anständige Männer werden. Du Sohn eines Esels, gehst nicht zur Schule? Jetzt hat er sich wieder selbst beschimpft. Mach das nicht! Ich bin dir bitte. Nicht! Ich werde euch alle mitnehmen nach Almania. Da werden sie euch Disziplin und Ordnung beibringen. Das können sie nicht, die Deutschen. Dann wollen wir mal sehen, wer sich noch traut, die Schule zu schwänzen. Meint ihr es ernst? Nimmt ihr uns alle mit nach Almania? Nein, natürlich nicht. Ich kann noch weiter. Wir haben schon alles arrangiert. In einer Woche fliegen wir. Was? Was steht da drin? Sehr geehrter Herr Yilmaz, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihrem Antrag auf Familienzusammenführung stattgegeben wurde. Somit hieß es Abschied nehmen. Dass es in Deutschland überall Coca-Cola gibt? Wirklich? Ja, wir haben Massen davon. Wenn du da bist, schickst du mir dann welche? Das geht nicht. Warum nicht? Wie soll denn eine Cola-Flasche in den Briefumschlag passen? Also ich bin froh, dass wir da nicht hin müssen. Wieso? Das sind alles Ungläubige da. Mein Bruder hat mir gesagt, in Deutschland essen Schweinefleisch und Menschen. Zeichen zum toten Mann am Kreuz. Und haben sie auch aufgegessen. Und am Sonntag treffen sie sich in einer Kirche und essen von ihm und trinken sein Blut. Echt? Die essen Menschen? Mhm. Hier, Liebes, in Deutschland soll es doch so kalt sein.
Hier, die habe ich selbst gestrickt. Die Deutschen sollen noch so dreckig sein. Das ist von mir. Das ist nicht viel, aber in Deutschland soll es nur Kartoffeln geben. Nur Kartoffeln? Dazu an, sich ihre Träume gut zu merken. Denn sie glaubte, dass Träume Blicke in die Zukunft sein konnten. Aber ausgerechnet in dieser Nacht konnte sich niemand an seine Träume erinnern. Niemand außer Onkel Mohammed. Zimmer, hä? Guck dir die Sauerei an. Sag mal. Was schnippst du denn mit dem Jungen? Er hat sich erschrocken. Komm her. Wasch dich und zieh dir ein neues Hemd an. Verdammten Ratten. Schmeißen die mit Wasser nach ihnen. Das ist eine alte türkische Tradition. Wenn sich jemand auf eine lange Reise macht, schüttet man ihm zum Abschied Wasser hinterher. Das bedeutet, dass diese Person genauso schnell wieder zurückkehren soll, wie das Wasser braucht, bis es verdunstet ist. Sieht aber seltsam aus. Sieht ja genauso aus wie bei uns. Nein, überhaupt nicht. Guck doch mal hin. Hier sieht ganz anders aus. So, wir müssen leider los. Ja, ich weiß, aber es ist schon spät. Cenk muss morgen in die Schule. Oh, jetzt schon. Aber wie sah es denn aus? Was war denn anders? Das wirst du bald sehen. Weil wir fahren alle zusammen hin. Weil Opa hat Haus gekauft und braucht Hilfe von Familie. Und ganze Familie. Ja, wir müssen dann auch los. Ja, dann gehen wir auch mal, ne? Zwei Außentermine. Tschüss. Natürlich. Dankeschön. Schau mal, Mama, du jetzt auch. So, bist du fertig? Einmal ausspucken? Hopp, hopp. Okay. Auf was hast du Lust? Tapfere Schneiderlein oder die sieben Raben? Lieber das.
Alibaba, die 40 Räuber. War Alibaba eigentlich auch Türke? So mutig wie er war? Bestimmt. Warum kann ich eigentlich kein Türkisch? Du kannst doch ein bisschen Türkisch. Ich kann nicht mitkommen. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe Prüfung. Prüfung? Prüfung und Prüfung. Hayatta en büyük prüfung neyin önemli olduğunu ya da olmadığını bilmektir. Biz böyle topluca bir daha kim bilir ne zaman izine gidebiliriz, ha? Gelirsen iyi olur. Es wird sehr schön. Bak göreceksin. Keine anderen Hobbys? Die Wilden, die Hottentotten. Da schließe ich die Pille. Aber wahrscheinlich sind die auch dafür zu doof. Entschuldigung, das müssen Sie uns Ausländern schon verzeihen. Wissen Sie, wenn wir so den ganzen Tag im Dschungel rumhängen, dann haben wir einfach nichts Besseres zu tun. Wir können nur faulenzen und rumvögeln. Jawohl. Wer redet denn mit Ihnen? Es gibt Menschen, die freuen sich über Kinder. Auch wenn es mehr als anderthalb sind. Ich fahre in den Herbstferien in die Türkei. Was? Jetzt? Wieso? Ist das überhaupt gut in deinem Zustand? David, ich bin in der sechsten Woche. Das Ding ist noch nicht mal so groß wie ein Gummibärchen. Außerdem, ich brauche Zeit, um das meiner Familie beizubringen. Die werden mich hassen. Hatun! Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Hatun! Hatun sen yaşlanıyorsun galiba ha? Sabahtan beri bu çaydanlığın düdük sesini duymuyor musun ya? Sen ayrıca niye yeşil zeytin aldın? Benim yeşil zeytin sevmediğimi bilmiyor musun? Ben seviyorum ama yeşil zeytini. Hayrola? Ne oldu? Rejim mi yapıyorsun? Siyah zeytin yiye yiye bıktım. 50 senedir siyah zeytin yiyoruz. Biz herhalde zeytinin rengini tartışmıyoruz burada değil mi? Hadi bakalım. Çıkar şu ağzındaki baklayı. O ev. Niye o evi bana sormadan aldın? Ben sana söylemedim mi?
Ben Türkiye'ye geri dönmeyeceğim. Benim yerim çocuklarım yanı Almanya. Geri döneceğimizi kim söyledi? Dönmüyor muyuz? E peki o ev? Yazlık. Tatil için. Ya çok berbat bu ya. Hüseyin, bak bugün postayla ne geldi? Davetiye. Göçmenler için. Ama biz artık Almanız. Deutschland sagt danke. Oho. Bunlar benim konuşma yapmamı istiyorlar ya. Hem de başbakan önünde. Deli mi bunlar ya? Ben hayatta yapmam öyle bir şey. Aman tanrım. Angela Merkel önünde. Hüseyin. 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 Warte, warte. Das kommt hier noch rein. Das hier und das hier. Bist du wahnsinnig? Warum? Ja, bunlar nedir böyle bu kadar? Hediye mi? Dükkan mı açacaksın Türkiye'de sen ya? Ya ne yapıyorsun? Hediye götürüyorum. Ich will nicht, dass du mitfliegst. Oh, ich kann das nicht einfach absagen. Ich hab's ja schon probiert, aber ich brauche auch die Zeit, um das meiner Mutter zu sagen. Ich meine, du weißt nicht, was alles in der Türkei passieren kann. Du hast keine Ahnung. Ach, na ja. Ne kadar insana ja, hediye. Ja, immer hediye gidecek. Na, dann komm ich eben mit nach Türkei. Ich bin doch jetzt auch Familie. Nee, bist du nicht. Na, die hier ist... Das hat schon das Ding. Ich meine, ich bin gar nicht zum ersten Mal. Yok, yeter onu. Yeter. Ya bir tane ver, teyzenin kızınıza gitmesin lazım. Ya. Du bist der Vater meines Embryos. Das ist was komplett anderes. Chana, wir kriegen ein Kind. Wir sind jetzt eine Familie. Du, ich und das Baby. Ja, das macht uns aber lange noch nicht zu einer Familie. Zu einer Familie gehören mehr. Da sind Tanten, Onkel, Großeltern. Das ist eine Geschichte. Wer wird das Kind großziehen? Wir oder deine Familie? Sehen. Wo wir im anderen Passport unsere Ich-Jahr-Sonne sollten. Yani. Bir sevilmesini bile bilmiyorsun ya. Hayret bir şey vallahi. Allah'ım ya Rabbim ya şimdi bunun sırası mı hatun izine gidiyoruz? Ya yürü eve mi dönelim? Geç hadi geç. Çek. Ya, taksi geldi hadi. Aa, taksi geldi. Çabuk ol. Tamam geliyorum. Allah'ım. Verspätung. Müssen wir das Flugzeug erst noch bauen, oder was? Jawohl! Gabi! Ja, was ist denn? 4 Stunden. Nee, echt? Los! Los! Mir ist langweilig. Willst du was spielen? Auf hier. Nein, ich will lieber die Geschichte hören, Chala. Okay, also. Sie kamen in Deutschland an und sofort wurde klar, dass hier alles anders war. Die Männer hier haben keine Schnauzbärte. 17. Danske Übungsgasmesser. Funke wurde die Glühtensermaschine gestrandet. Zurück.
Hatten Sie Ihre Pappe bereit? Na, setz dich. Siehst du, das sind hier alles Riesen. Oh. Wieso hält er denn jetzt? Sombrinske. Was? Keine Ahnung. Eine Riesenratte und einige Riesenratten! Wo? Die fressen uns bestimmt auch. Das ist doch keine Ratte, du Holzkopf. Das ist ein Hund. Aber warum hat keine richtigen Beine? Und warum ist die Ratte an einem Seil? Die Deutschen gehen mit ihren Hunden spazieren. Dazu machen sie sie an ein Seil. Sie gehen mit ihnen spazieren? Ja. Können die Hunde das denn nicht alleine? Sie lassen die Tiere sogar in ihren Betten schlafen. Ein Tier in einem Bett? Ja. Allmächtiger, steh uns bei. Das ist unser neues Zuhause. Ah, Sir Drack gefällt mir jemand. Sir Drack. Ah, ihr seid da Amtskar, hä? Jö. Sir Drack. Sir Drack. Sir Drack. Das ist unsere eigene Toilette. Und was ist das für ein komischer Stuhl? Das ist ein deutsches Klo. Da setzt man sich drauf. Mit dem Po da drauf? Da drauf. Da geht keiner drauf, bis ich sie geputzt habe. Wer weiß, was die Deutschen für Krankheiten haben. Allmächtiger, steh uns bei. Zufällig dein Bruder, ja? Dein Fleisch und Blut. Komm schneller, ich muss mal! Ich wische dir Scheiße von den Deutschen weg und dir ist es auch noch zu langsam? Ja, aber ich muss mal! Geh in das Haus! Ist keine Krakele. Nöke, bist kein Frödkrakele. Nimm das weg! Nimm das weg! Boah. Eine Holzfigur. Die beten eine Holzfigur an. Mhm. Allmächtiger, was es nicht alles gibt. Willi! Willi! Könntest du es aber lassen?
Du hast doch viel mehr Deckel. Stimmt gar nicht. Du bist doch so fett, du brauchst gar keine Decke. Boah, pass auf! Steh, du musst morgen unbedingt einkaufen, wir haben kein Brot mehr. Wenn ich von der Arbeit komme, haben die Geschäfte schon zu, das musst du machen. Bist du verrückt? Schlage ich euch beide windelweich. Habt ihr mich verstanden? Das ist alles deine Schuld, du Schwachkopf. Wer hat angefangen, du Allerkopf? Nur wegen dir sind wir es hier. Hättest du nicht immer die Schule geschwänzt, dann wären wir jetzt alle noch zu Hause. Psst, Papa kommt gleich wieder. Ich hab's gewollt. Hab's gewollt. Also, grüdingst du mir, trinken? Ich hätte gerne ein Brot. Brot. Brot halt. Aber nicht doch. Rot, Brot. Denkst du mir, nee. Na dann eben kein Brot. Haben Sie Milch? Hä? Milch, Milch. Mo! Yeah! Meta! Allmächtiger, Sie kennen mich! Meta! Meta! Femte Echo! Femte Echo! Ich kümmere dich, Müllmann. Du bist ein Mädchen. Du kannst kein Müllmann werden. Kann ich doch. Kannst du nicht. Es heißt ja auch Müllmann und nicht Müllfrau. Ich werde trotzdem Müllmann. Nur wenige Wochen nach ihrer Ankunft und ohne ein einziges Wort Deutsch zu sprechen, wurden alle Kinder eingeschult. Tante Leila lernte als erste die Sprache und wurde als Dolmetscherin überall eingesetzt. Verängstete Mokase. Was hat sie gesagt? Ich hab was Schlimmes, oder? Jübkesöre? Mhm. Jetzt sag doch! Du bekommst noch ein Baby. Ein Baby? Yeah, Baby. Allmächtiger! Noch ein Baby! Der erste Deutsche. Sieht doch aus wie einer. Echt hässlich. War er wirklich so hässlich? Natürlich. Schau ihn dir an. Der ist heute noch hässlich. Ne? Endlich da.
Kohle wagen. Sie ist Mutter wegnehmen. Burada bir şeye bakmam lazım. Hier steht, dass wir auf einen Empfang im Schloss Bellevue eingeladen sein. Was? Unter dem Motto Deutschland sagt Danke? Krass, ey. Hier steht, dass die Bundeskanzlerin anwesend sein wird und dass sie sich freuen würde, wenn du als einer Million und erster Gastarbeiter etwas zum Anlass sagen würde. Ist nicht wahr. Ja, doch, guck doch. Ich glaub's nicht. Daddy wird von der ganzen Nation sprechen. Ich sag da gar nichts. Aber wieso denn? Ich werde da hingehen. Ich weiß genau, was ich denen erzählen werde. Wenn man niemand interessiert, was du zu sagen hast, Baba ist eingeladen, nicht du. Halt doch mal die Luft an. Kessunulay, ich gehe nicht hin, damit fertig. Ihr kommt ins Fernsehen. Nene und Dede werden auf ihre alten Tage noch berühmt. Was? Sie? Nichts Fernsehen. Gut, dann gehe ich hier mit. Warum denn du? Warum nicht? Ich bin die Älteste, ich gehe dorthin. Naja, ich bin ja wohl die Fotogenste. Baba? Du musst dir genau überlegen, was du da sagen willst. Ja, ich sag da irgendwas. Kein Problem. Ihr denkt, ich kann nicht reden vor allen Leuten, ja? Mein Deutsch ist viel besser als Türkisch von meisten Deutschen. Wenn da einer hingeht, dann ich, der Älteste. Gel bakalım. Kaç tane abi? 10 tane be. Ne? 10 tane mi? Soll dem Jungen doch nichts abkaufen. Damit unterstützt nur, dass seine Eltern ihn weiter arbeiten lassen. Anscheinend geht's nicht anders. Ich meine, wer lässt schon gerne seine Kinder arbeiten? Al abi, bu da benden sana hediye olsun. Sağ ol, küçük adam. Sağ ol. Guck mal, das Opa mich nicht erwischt. Nee, ja, guck nicht. Du Mama? Hm? Also, ich wollte noch was mit dir besprechen. Hm? Nun, die letzte Zeit, die war ziemlich ereignisreich so für mich. Und es sind halt ein paar Sachen passiert. Das gibt's doch nicht. Das sind ja Müllfrauen. Und das hier. Wo ist denn Mohammed? Mama. Mohammed! Mohammed! Sich dieser Müll an. Und da drauf zwei Frauen. Man soll doch nicht an diesen Raststätten essen. Komm schon, das ist total lecker. Verpasst was? Ja? Bakan Hüseyin, Bakbi Karışık ist Ber. Gut, danke. Und? Hey, güzel, değil mi? Bak gördün mü Ali? Lecker. Hmm. Sen kaçıncı sınıfa geçtin? Cenk. Hey. Warum sagst du nichts? Du sprichst doch Türkisch. Oğlum, niye Türkçe sen konuşmuyorsun? Ha? Jetzt lass ihn doch. Fark etmez. O Almanca biliyor ya. Ben de biraz Almanca biliyorum. Hello, Kon. Du kaufen Smith. Sehr lecker. Buyurun, teşekkürler. Elinize sağlık. Delikanlı. Hadi şuradan bizim bir resmimizi çek bakalım. Ay Allah'ım ya Rabbim. Şimdi fotoğraf çekmenin sırası mı? Saçımız başımız düzgün değil.
Yani sendeşin biraz daha güzel olsaydın mutlaka buradan birileri kaçırmaya kalkardı. Baba Allah aşkına. Sag sag mal. Er meinte, wenn sie noch schöner wäre, dann würde sie entführt werden. Baba, ich sehe, die türkische Luft bekommt sie. Abi şimdi herkes gülümsesin. Allah gülümsemeyenleri sevmez. Sağ ol delikanlı. Hoş geldiniz. Ist ein bisschen übel. Ali, stell dich nicht so an. Güle güle. Hm? Geht doch. Ich habe noch Zäpfchen für Cenk mit dabei. Riemisse. Der hat doch auch nicht anders gegessen als wir. Cenk, schau mal. Oder? Oder? Was ist denn? Vielleicht doch welche? Nein. So. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin und liebe Mitbürger. Gut? Mhm, ist okay. So, ich danke Ihnen viel, dass Sie mich hier eingeladen. Das heißt sehr. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen sehr. Habe ich wieder vergessen. Weißt du was? Wieder gut sein. Ich sage am besten zu Frau Bundeskanzlerin, hey Angela, wo Problem? Hm? Du kommst aus dem Osten, ich auch, wir beide Ostens. Oder vielleicht besser sollte ich singen. Hä? Da müssten der Unele, da müssten der... Oğlum bizim kültürümüzde erkekler de dans eder, he? Ya. Böyle kollarını kaldırıp koçlar gibi. Gel bakayım sen buraya, gel 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 gel. He şöyle açalım müziği de. Dass ich in der Türkei bin. Genau. Mensch, das geht nicht. Doch, das waren zwei Müllfrauen, die eine blond und die andere dunkel haben. Es gibt keine blonden doch. Müllfrauen. Doch, auf jeden Fall. Ich habe sie doch gesehen, die Kopfschmerzen in den Durchfall. Oh, hier, dafür ist es vielleicht gut. So, deine Mutter hat recht. Ja, wirklich. Ja, auch nicht. Ja, dann setze ich wenigstens wieder. Halle geht, Halle. Anan. Geht's weiter? Nein, eine Eile. Wir haben Zeit. Eile. Biraz önce de bir şey yemedin sen. Annen biliyor mu? Hı, was meinst du? Senin nenen 4 çocuk doğurdu. Ben anlarım bu işlerde. Başkaları görmeyebilir ama ben görüyorum. Evli değilsin. Üniversiteyi de bitirmedin. Biraz daha bekleseydin olmaz mıydı? Çocuğunu babasız büyütmemen. Babası var değil mi? Ama es kein Türke. Zaten böyle bir şey düşünmüştüm. Er ist Engländer. İngiliz mi? Hayda. İngiliz nereden çıktı şimdi ya? Bari Alman olsaydın. Aman. Boş ver.
Önemli olan siz ikinizin birbirinizi sevmeniz, saymanız. Yalnız annene söyle, fazla gecikme. Ya tamam, geliyoruz. Sabredin biraz. Dede, was hast du? Was hast du? Yok, yok. Hitze. Hitze, Hitze. Ja? Alles, alles okay. Schwer wie Steine, wallahi. Dann sind wir endlich da. Mir ist langweilig. Cenk, willst du Rest von Geschichte hören? Geht's dir noch weiter? Natürlich. Canan? Okay, also, wo war ich denn? Unsere Familie lebte ja bereits in Deutschland und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Und je länger sie weg von der Heimat waren, desto größer wurde der Einfluss der fremden Kultur. Geschenke. Du musst erst die Geschenke unter den Baum legen und dann mit der Glocke läuten, okay? Okay. Unser erstes Weihnachten. Wird geschafft. Oh nein, wir dürfen die Geschenke doch vorher nicht sehen. Die sind ja gar nicht verpackt. Ja, dann macht eure Augen eben zu. Ja. Möchtest du Karten spielen? Nein, keine Lust. Papa, kannst du so als Schnauzbart dich wegmachen? Wieso? Richtige Männer tragen immer einen Schnauzbart. Es gehört sich so. Aber hier macht das niemand, das ist nicht schön. Upska Hüppensacken? Kunst der Mutter. Mottmutter. Dirk Mutter. Nö. Jö. Nö. Jö. Nö. Jö. Um dem Einfluss der Deutschen entgegenzuwirken, beschloss Opa einen Urlaub in der Türkei. Der sollte sie zu ihren Wurzeln zurückführen. Hüsehin! Frau, ich hab doch gesagt, pack nur das Nötigste. Ich habe keine Unterhose mehr als unbedingt nötig eingepackt. Hast du noch irgendwas im Supermarkt zurückgelassen, ne? Was das wieder gekostet haben muss. Sollen wir mit leeren Händen da rankommen? Die werden doch denken, wir sind geizig. Jetzt würde hier das Geld an den Bäumen wachsen. Steck die hier ganz unten rein. Damit die da sie nicht sehen. Was ist mit einer einzigen Flasche Cola, du Holzkopf, hä? Das ist ein Geschenk für Emre. Ich hab's ihm versprochen. Bitte, Baba. Ach, komm. Ein Geschenk für deinen Freund? Ja. Versprechen muss man halten. Wir packen sie nach ganz unten. Bismillahirrahmanirrahim. Möge Allah seine schützende Hand über uns halten und uns heil und gesund in der Heimat ankommen lassen. Wieso fliegen wir nicht wieder? Fliegen? Weißt du, was das gekostet hat? Na, warte, du Holzkopf. Ach,
Mama! Grüße jeden. Du kommst immer als die Kinder, Wallahi. Wir fahren schön mit dem Auto. In 3 Tagen sind wir da. Ich kann nicht 3 Tage warten. Ich muss jetzt, Pippi. Die Distanz zwischen neuer und alter Heimat betrug 2521 Kilometer. Sie brauchten ganze 3 Tage und 3 Nächte. Kaum angekommen, wurde klar, dass die Zeit sich nicht einfach zurückdrehen lässt. Die Dinge hatten sich verändert. Sie hatten sich verändert. Da soll ich reinkacken? Für dich aus Deutschland. Danke. Das ist Coca-Cola, Mann. Echte deutsche Cola. Eine einzige Flasche? Das ist alles, was ich bekomme? Weißt du, wie schwer es war, dich hierher zu schleusen? Kemal hat von seinem Cousin aus Deutschland ein ferngesteuertes Auto bekommen. Und du, Geizhals, schenkst mir nur eine Flasche? Da hätte ich mir zumindest einen ganzen Kasten mitbringen können. Ihr habt doch da drüben so viel Geld. Hier. Hey. Was ist denn mit dir los? War Emre nicht da? Er wollte lieber ein ferngesteuertes Auto. Dabei habe ja nicht mal ich eins. Er sagt, ich bin geizig. Geizig? Fangen die Kinder auch schon an. Es geht nur noch um Geld, Geld, Geld. Als hätten wir in Deutschland einen Goldesel stehen, der Münzen scheißt. Ich sehe. Ist doch wahr. Söhne. Wozu bezahlen wir den Strom, wenn sie ihn an- und ausschalten, wie sie lustig sind? Das ist schon eine zweite Auswahl heute. Es waren nur Kleinigkeiten, aber sie häuften sich. Und führten dazu, dass Opa, ganz anders als geplant, ein Haus in Deutschland kaufte. Und nicht in der Türkei. Ist das das Haus, wo alle drin wohnen? Genau. Warum können Dede und Nana eigentlich so schlecht Deutsch? Dede, sag mal, warum sprichst du so schlecht Deutsch, hä? Dede? 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 Baba? Hüseyin? Hüseyin? Baba? Hüseyin? Dede. Baba? Baba? Hüseyin! Thank you.
Canan. Sag mal, wer ist denn das? Der hat schon viermal angerufen. Das ist nur so ein Freund aus der Uni, der braucht schon irgendwelche Bücher von mir oder so. Mama, das ist nicht ein Freund, das ist mein Freund. Und ich bin schwanger. Du bist ein Scheißbruder. Wo warst du, als Melik mich verlassen hat, von heute auf morgen? Du hast dich einen Scheiß gekümmert, als ich arbeitslos geworden bin. Ich hab dir Geld geschickt. War das vielleicht nichts? Jeder tut, was er kann. Dann kannst du aber nicht viel. Selgi will sich von mir scheiden lassen. Gut. Hat sie nicht begriffen, was für ein Arschloch du bist? Ist das der Dank für die vielen Freiheiten, die ich dir gegeben habe, ja? Ich höre schon die Leute quatschen. Gut, dass dein Vater das alles nicht mehr miterleben muss. Und dann noch mit einem Deutschen. Er ist Engländer. Engländer? Warum denn Engländer? Wir sind seit 2 Jahren zusammen. Und ich liebe ihn. Und das mit dem Kind, das war ein Unfall. Ja, oder willst du, dass ich es wegmachen lasse? Susan, geh nach. Töbe, töbe. Allah'ın verdiği canı siz mi almak istiyorsunuz? Allah'ıma bin şükür de babam bunları duymadı. Dede hat's gewusst. Er hat mich drauf angesprochen. Ich weiß nicht wie, aber er hat's gewusst. Evet. Bilirdi. Hep benden önce bilirdi. Babam beni kaçırdığında ben de hamileydim. Yani bu ailede tek namuslu benim, öyle mi? Schlüssel nicht. Der Penner von der Rezeption ist auch nicht da. Kann ich bitte schlafen? Nein. Was ist denn mit dem Fest? Der wollte doch eine Rede halten. Danke, dass ich hier schlafen darf. Was mit Sergei, das? Es tut mir leid. Thank you.
Niemandem. Wo ist jetzt Opa? Komm mal her. Opa ist hier. Und hier. Also sterben ist nichts Schlimmes. Das ist ganz normal. Wir Menschen werden geboren, wir werden groß, wir leben unser Leben und irgendwann gehen wir wieder. Wohin denn? Setz dich. Erinnerst du dich, als wir über Wasser gesprochen haben, dass es seine Form verändert? Also, bei normalen Temperaturen, so wie jetzt, da ist das Wasser flüssig. Und wenn es kalt ist, dann wird es zu Eis. Wenn man es kocht, dann verdampft es. Ja? Und dann steigt es in den Himmel. Also, was ich sagen will, ist, dass egal wie das Wasser aussieht, egal welche Form es hat, es bleibt immer da. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Opa ist verdampft. Ja. Ja, so in etwa. Bu yabancılar için olan mezarlığın adresi. Yanlışlık oldu galiba. Benim kocam Türk'tü. Tamam ama Alman pasaportu var. Hukuka göre Alman olunca Müslüman mezarlığına gömülemez kardeşim. Ya olur mu öyle şey kardeşim? Yani ne demekmiş gömülemezmiş ya? Babam Türk, Türk'ten yani Türk. Ya beyefendi, madem ki bu kadar arzu ediyorsunuz, elbette bunun bir yolu var ya. Halledebilirim ya. He? Ne düşünmüştünüz? 10.000 Euro, Mann, dieses korrupte Arschloch. Dieser Ausländerfriedhof ist am Arsch der Welt. Oğlum, dur. Ist alles in Ordnung? Babanızı köye götürüyoruz. Hemen. Anne. Anne, kendin ne duydun? Pasaporta bakarsan babam Alman. Oğlum, o sadece bir kağıt. Baban zaten hiçbir zaman Alman olmak istemiyordu ki. Şimdi bu yüzden eğer ben onu köyde gömemezsem, kendimi hiçbir zaman affetmem. Anne. Gerekli evraklar olmadıktan sonra istesek de babamı gömemeyiz. Köyde toprağımız var artık. Mama, das ist illegal. Binlerce yıldır ölülerimizi toprağa gömmüyor muyuz? Bunda kanuna aykırı ne var? Bu Hüseyin'in hakkı. Wenn du willst, kannst du mit Cenk schon mal vorher zurück. Ich weiß nicht. Spinnst du? Wir sind eine Familie. Cenk und ich werden dabei sein, wenn Hüseyin begraben wird. Egal, wo das ist. Annem haklı. Gut. Dann sind wir uns ja alle einig. Thank you.
وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب Was ist denn los? Ich bleib hier. Ich bleib hier und baue das Haus auf. Ja, das mache ich. Unter dem Motto Deutschland sagt Danke lud heute die Bundeskanzlerin 200 Immigranten der ersten Stunde zu einem Empfang im Schloss Bellevue ein.
Für viel Aufmerksamkeit sorgte jedoch ein ungewöhnlicher Redner. Sehen Sie jetzt den Beitrag von Thomas Kleinbauer. Vor kurzem gestorben. Aber ich weiß, was er sagen wollte. Wir haben zusammen geübt. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin und liebe Mitbürger, ich danke Ihnen. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen sehr, dass ich als 1 Million und erster Ausländer, der nach Deutschland kam, um zu arbeiten, heute zu Ihnen sprechen darf. Ich lebe seit 45 Jahren hier. Manchmal war es gut und manchmal schlecht. Aber jetzt bin ich glücklich. Früher hätte ich das nie für möglich gehalten. Meine Familie. Ein kluger Mann antwortete mal auf die Frage, wer oder was sind wir? Wir sind die Summe all dessen, was vor uns geschah. All dessen, was unter unseren Augen getan wurde. All dessen, was uns angetan wurde. Wir sind jeder Mensch und jedes Ding, dessen Dasein das unsere beeinflusste oder von unserem beeinflusst wurde. Wir sind alles, was geschieht, nachdem wir nicht mehr sind. Und was nicht geschähe, wenn wir nicht gekommen wären. Ich möchte die Erfahrung der Betriebsleitung in einem Satz zusammenfassen. Ja. Wenn wir wieder vor die Wahl gestellt werden, dann nur türkische Facharbeiter. Hier ist Istanbul. Und wo ist Anatolien? Hier, genau. Setz dich mal wieder. Und da seht ihr, dass die Türkei ein viel größeres Land ist. Engin, was ist? Eigentlich komme ich aus Avacık, das ist auch in Anatolien.
stellen wir dich dazu. Hoffnung auf ein kleines Glück.